Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute präsentiere ich euch Folge 3 unseres Spargel-Specials. Wir haben bereits Spargel mit Kartoffeln im Thermomix gemacht, wir haben Sauce Hollandaise gemacht und jetzt zeige ich euch, was wir aus den Spargelresten machen können. Ein Kilo Spargel habe ich geschält und da bleibt ja jede Menge übrig. Die Spargelenden hier unten und natürlich auch die Spargelschalen und daraus zaubern wir heute eine leckere Suppe. Das ist auch gar nicht viel Arbeit und wenn der Thermomix mal an ist, geht das auch relativ schnell. Alles was ihr tun müsst, ist diese ganzen Spargelschalen und die Spargelenden in den Mixtopf einzufüllen und das Ganze mit einem Liter Wasser aufzufüllen. So, ich mache da alles rein. Aber wie gesagt, das ist einfach zu schade, um es wegzuwerfen. Und man kann dann wirklich, wenn man den Spargel gemacht hat, gleich im Anschluss für den nächsten Tag oder vielleicht sogar für die Vorspeise eine Suppe machen. Also Schalen und Endstücke rein, Liter Wasser drauf. Wir bringen das jetzt zum Kochen und zwar etwa so 5 bis 10 Minuten braucht das, bis das kocht. Ich stelle jetzt mal 8 Minuten ein, wir sehen es ja dann. Ich mache auch die Varoma-Stufe, dann geht es schneller und zwar machen wir das Ganze auf der Sanftrührstufe. Ja, das ist ganz wichtig, Sanftrührstufe. Auf geht's, 8 Minuten, wenn es vorher kocht, melde ich mich vorher nochmal. So, jetzt hat es gerade angefangen zu kochen. Ich musste allerdings noch mal ein bisschen drauf machen. Das ist jetzt insgesamt 11 Minuten gelaufen. Ja? Der nächste Schritt ist der wahrscheinlich einfachste Schritt. Hier dreht noch mal 25 Minuten hoch, schaltet auf 80 Grad und lasst das bei der Sanftrührstufe 80 Grad so vor sich hin ziehen. Nu? Machen wir mal. Haben wir keinen Stress. So, unser Spargelsud hat nun gezogen. Und was ich jetzt mache, ist einfach dieses Spargelwasser abgießen. Ich nehme da jetzt einfach der Einfachheit halber einen zweiten Topf, mache den Gareinsatz rein und gießt es hier ab, denn die ganzen Spargelreste, die entsorgen wir jetzt. Wir brauchen nur noch das Spargelwasser. So, ich schmeiß das mal weg. So, wir machen jetzt eine klassische Mehlschwitze. Das heißt, in dem gereinigten Topf, da kommen jetzt 40 Gramm Butter rein, die wir jetzt erstmal schmelzen und zwar etwa 2 Minuten auf 90 Grad in der Sanftrührstufe. Das ist ein sehr sanftes Rezept heute. Ganz viel Sanftrührstufe, aber das ändert sich noch. 90 Grad etwa, dass es schön geschmolzen ist und dann machen wir das Mehl dazu. Aber jetzt erstmal Butter schmelzen. So, die Butter ist jetzt schön angeschmolzen und wir machen jetzt Mehl dazu und zwar auch etwa 40 Gramm und lassen das dann nochmal 2 Minuten in der Sanftrührstufe auch nochmal auf 90 Grad miteinander arbeiten. Wie sagt man da? Schwitzen halt. Ne? Schwitzt halt eben. So, auf geht's. So, unsere Mehlschwitze ist jetzt soweit fertig und was wir jetzt tun ist etwa ein Drittel, also so knapp 300 Milliliter unseres Spargelsaftes, unseres Spargelsudes hier einzugeben und das Ganze dann so 3 bis 5 Sekunden miteinander zu verrühren, so ungefähr auf Stufe 3. So. Wie war es das jetzt schon oder was? Hör mal. So, 8 Sekunden auf Stufe 3 hat jetzt das Ganze miteinander
vermischt und wir machen jetzt den Rest dazu, der Brühe. Wir machen jetzt den Rest der Brühe dazu und kochen das dann nochmal 10 Minuten auf, etwa bei 100 Grad. Nicht etwa, sondern aufkochen ist ja bei 100 Grad. Also den ganzen Spargelsaft rein, 10 Minuten einstellen, 100 Grad und da Stufe 1 dann. So, und der nächste Arbeitsschritt folgt sogleich. Was wir jetzt noch machen, ist das Ganze ein bisschen würzen. Ich lege das mal hier rüber auf meinen zweiten Kessel und zwar mit einer Prise weißen Pfeffers, etwas Muskatnuss, das passt perfekt zum Spargel. Dann nehme ich einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch ein Gemüsebrühwürfel nehmen, ja, also auch nicht zu viel. Ich würde auch wirklich nur einen Gemüsebrühwürfel nehmen. Man kann eher nachher nochmal nachwürzen. Aber wenn man da zu viel von reinmacht, dann schmeckt es halt auch nicht mehr so wirklich nach Spargel. Dann 100 Gramm Sahne. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch Schmelzkäse nehmen zum Beispiel, wenn man das mag. Dann würde ich jetzt nicht 100 Gramm Schmelzkäse nehmen, sondern vielleicht die Hälfte, 50 Gramm oder auch Frischkäse geht natürlich auch, Creme fraiche oder sowas. Aber ich habe jetzt Sahne da, deswegen nehme ich Sahne. Salz, ja, das hätte ich fast vergessen. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, lieber nachher nochmal nachsalzen, weil in unserem Suppengrundstock ja schon einiges an Salz ist. Und dann lassen wir das nochmal so 5 Minuten etwa auf 90 Grad vor sich hin köcheln. In der Sanftrührstufe. Jetzt werden wir wieder sanfter. Und unsere Spargelsuppe ist fast fertig. Ich würde die jetzt noch einmal ein bisschen aufschäumen. Einfach so Stufe 6, 7, ja, vielleicht sogar 8 für ein paar Sekunden. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch noch Spargel reinmachen. Ja, wir haben ja Spargel gekocht in einer der letzten Sendungen, aber um ehrlich zu sein, haben wir alles gegessen. Ja, deswegen gibt es da jetzt keinen Spargel. Aber schaut euch das mal an, das sieht echt schaumig aus. Was man natürlich auch machen kann, und da werde ich jetzt gleich mal schauen, wenn ich das abschmecke, man kann da noch Weißwein dran machen, man kann natürlich auch ein bisschen Zitronensaft dran machen und jede Menge Varianten dann dazu. Ne? Und jetzt irgendwie noch so ein paar Spargelstückchen rein. Aber wie gesagt, alles weg. Alles weg. Nur die Schalen jetzt hier verarbeitet und die Endstücke und... Ja, trotzdem schmeckt es richtig gut. Das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Suppe. Wie gesagt, wenn ihr jetzt, ich habe jetzt wirklich sehr wenig Gemüsebrühe dran, man kann ein bisschen mehr dran machen, dann schmeckt es natürlich noch mal ein bisschen kräftiger, aber so kommt der Spargelgeschmack wirklich perfekt raus. Was ich jetzt auf jeden Fall noch probieren werde, ist einen kleinen Schuss Zitronensaft dran zu machen, einfach um dem Ganzen noch mal so ein bisschen saure Nuance zu geben. Weißwein könnt ihr natürlich auch holen, aber ich mache die alkoholfreie Variante und dann schauen wir mal, wir vergleichen dann mal, ja. Halben Esslöffel oder so, oder machen wir einen Esslöffel. Ich mag Zitronensaft. Und schauen wir mal. Zack. Ich rühre das jetzt hier mit dem Spatel, das reicht ja. Und probiere es auch direkt so aus dem Topf. Auch das darf ich, ist nämlich mein Topf. Aha. Genau, perfekt. Jetzt hat das noch so ein bisschen ja, saurere Konsistenz. Ich finde das richtig gut. Als Vorspeise vielleicht oder zum Abendessen, zum Schinkenbrot oder was weiß ich. Super Sache, ja, und vor allen Dingen preiswert, weil was würdet ihr sonst mit den Schalen machen? Die schmeißt man ja sonst weg. Nee, also absolut empfehlenswert. Müsst ihr mal nachkochen, ja. Vielleicht habt ihr aber noch andere Ideen, was man mit Spargelschalen und Endstücken machen kann. Dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir das kommentieren würdet. Hier entweder bei YouTube in die Kommentare oder in unser Forum www.wunderkessel.de. Dann wieder einschalten, wenn ich hier weiter koche. 3 Spargelrezepte haben wir gemacht. Vielleicht schickt ihr mir noch ein viertes. Das werde ich dann gerne ausprobieren. Also bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.